Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Spyro, dem Edelstein geilen Drachen. Heute mit einer Co-Moderation, meinem besten Kumpel Kanzler. Servus Leute, ich bin jetzt auch mal dabei. So, beim letzten Mal, da haben wir dem komischen Affen, aber mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt, gesagt, wir zerstören die ganzen komischen Rhinox-Pflanzen da, weil sie schädlich sind für die Bananenpflanzen. Ja, hier haben wir doch schon so eine Rhinox-Pflanze. Da schießt man einfach einen Feuerball. In... Piep. Zensiert. Ja. Dann haben wir... Was gibt's hier denn noch? Da ist Geldsacks Gewölbe. Da wollen wir noch nicht rein. Was gibt's hier? Eine Höhle. Mit ganz vielen... Fässern, Vasen, wie auch immer. Nein, Fässer sind's. Vasen sind's, du Pfeife. Mit vielen Edelsteinen drin. Ja. Nein, Vasen sind was anderes. Vasen sind blau und kann ich nur über den Haufen rennen. Ah, okay. Nein. So, dann sieht's aus, als ob wir hier nichts mehr machen können. Wo war die nächste Bananenpflanze? Die nächste Bananenpflanze ist hier. So, dann hier noch viel mehr Fässer. Und hässliche Plakate mit Rypto. Weg mit ihnen. Brennt sie nieder. Noch mehr Fässer. Noch mal ein Schaf auf Urlaub. Und noch eine Rhinox-Pflanze. Boom, weg damit. Schaf auf Urlaub. Rhinox-Pflanze. Weg damit. Boom. Und tschüss. So, eine fehlt noch, aber die finden wir auch noch. So, guck, Kanzler, dessen Vasen. Ah. So, dann wo sind wir gekommen? Sind wir hier gekommen, von der Pflanze? Sind wir von der gekommen? Ja, wir sind von der Pflanze gekommen. Dann nehmen wir die hier. Ah, da kommen wir hier also raus. Hier waren wir aber schon. Dann zünden wir mal den Kerl hier an. Nochmal. Und gehen wieder hier rein. Und schauen, wo wir jetzt rauskommen. Ah, ganz am anderen Ende. Aber so wie es aussieht, waren wir hier auch schon mal. Okay. Dann nehmen wir die Pflanze. Dann kommen wir wieder hier hin. Brennen dich an. Kommen hier wieder raus. Okay. Also hier ist mal ein Schalter für Geldsacksgewölbe. Wo ist denn der zweite? Nicht hier. Okay. Nein, ich hab noch... Ich hab deinen komischen Düngerwerkzeug noch nicht gefunden. Dann brennen wir dich mal nochmal an und... Nehmen nochmal die Pflanze. Wir müssen dann wieder hier rauskommen, genau. Gibt es hier noch irgendwo so ein, so eine Wurzel, beziehungsweise so ein Korn? Kommen wir da hoch? Nein, kommen wir nicht. Gibt es hier noch irgend so einen komischen Korn? Ah, doch, hier gibt es einen. Welche Pflanze macht der jetzt? Ah, genau, da wollen wir hoch. Spyro. Dann haben wir hier einen. Wo führst du uns denn hin? Nach hier hinten. Da haben wir nochmal einen Schalter vom Geldsack. Und hier noch einen Luftschacht. Aber zuerst räumen wir hier alles ab, bevor wir in den Luftschacht gehen. Dann nochmal darüber. Weil ich glaube, wenn wir nämlich diese Wurzel hier anzünden, ja genau, nochmal, dann bringt uns diese Bananenpflanze nach da ganz oben. Genau, was haben wir hier? Diese Trauben sollten wir lieber nicht essen. Laut Bianca sind sie nur schwer aufzutreiben. Das ist eine der Pflanzen, die Bianca für ihren Zauber braucht. Ja, ich glaube, mein Co-Moderator, der ist noch ein bisschen schüchtern, der redet halt noch nicht viel.
Na, sag mal so, was soll ich verstehen? Du redest ja das meiste. Ja, irgendwas einfach labern. Sparks, das ist eine normale Nagelfeile. Sie ist fein gearbeitet und hat die... Was? Die Initialien MT. Eingraviert. Ah. Wow, der Rinox, der brennt uns gerade übelst nieder. Ich glaube so. Also ich glaube, du kriegst gleich richtig schön Feuer unterm Arsch. Ja, das kann möglich sein. Aua. Zünd dich auch an. Edelstein. Wollt ihr mir sagen, dass der Edelstein da hinten draußen liegt? So wie es aussieht, ja. Ich möchte den Edelstein. Hallo? Ach toll. So ein Dreck. Okay, dann holen wir den uns nach Agenten 9 oder beziehungsweise Sergeant Bird, je nachdem wen es hier im Luftschacht gibt. Und lass mich das einfach nicht vergessen. Und du überhaupt schon vor allem nicht. Nee, 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 ich werde es schon nicht vergessen. Hoffe ich mal. Ich werde dich spätestens dran erinnern, wenn du raus willst aus dem Level. Ich hoff's. Nein, da wollte ich nicht rein. Nein. Zurück. Ich bin schneller wie sonst. Oh Gott, das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Hier runter und und. Wo war der Schalter von Geldsack? Wo war er? Da war er. Nein! Zu langsam. Dann mit der Pflanze wieder nach darüber. Und mit der hier da hoch. Das schaffst du nicht. Ja, das ist mir auch klar, dass ich das so rum jetzt nicht schaffe. Aber andersrum, da schaffen wir's. Und zwar von hier, wenn ich zuerst den Schalter nehme und diesmal nicht in die Pflanze reingehe. Und jetzt ist das schon so gut wie geschafft. Wo ist der Schalter? Ach was, halbe Zeit noch übrig. So, Geldsacks Gewölbe. Da gehen wir jetzt rein und plündern den Geldsack ein bisschen aus. Tschüdüm. Bananensack, Geldsacks Gewölbe. Pinke Kiste, die können wir noch nicht öffnen. Das ist definitiv kein normaler Edelstein. Er ist groß und sieht sehr wertvoll aus. Ob das wohl für irgendetwas nützlich ist? Bestimmt. So, uns fehlt aber immer noch eine komische Rinox-Pflanze da. Ja. Dann suchen wir die jetzt mal noch. Halt, mit der Pflanze kam ich darüber. So, da will ich hin. Schauen, ob der Rinox wieder da ist. Erstmal noch ein Schaf auf Urlaub verbrennen. Und damit es meine Welle wieder ein bisschen besser geht. Falsche Richtung. Hallo? Ich will die andere Richtung. Ich will nach oben. Ich will meine zwei Edelsteine von dem Rinoxen da oben. Und wehe, den gibt's jetzt nicht. Hat Sparks da gerade zwei Edelsteine extra mit? Falsche Richtung. Da einmal anzünden. Okay. Nochmal. So, hier entlang und weh, der Rinox ist jetzt nicht mehr da. Aber ja, meine zwei Edelsteine liegen hier. Ja, gefällt mir. Ja, aber irgendwie haben wir das letzte Ziel immer noch nicht gefunden. Mit dir komme ich wohin? Zurück nach unten. Nach da unten. Und wenn ich dich einmal okay, vielleicht dann zweimal anzünde. Mich dann mit dir hin? Zurück. Ja, mir fällt definitiv noch ein so ein blöder Rinox-Baum.
Kanzel, wenn du irgendwas siehst, dann sag Bescheid. Oh, wir können einfach baden gehen. Also hier ist nix. Da nix. So, also jetzt klappern wir mal die Insel hier ab. Und dann die nächste. Und dann irgendwann wollen wir schon was finden. Scharf auf Urlaub. Hier nix, da nix. Ja, irgendwie gibt's hier nichts. Hier nichts, da nichts, überall nichts. Wo geht's hier hin? Da geht's einmal zu der Pflanze und wenn wir hier den komischen Kamm anzünden, wo zweimal anzünden. Wohin kommen wir dann? Nach da ganz da unten. Da gibt es keine Quinox-Pflanze, hier nicht, da nicht. Oh, das gibt's doch nicht, oder? Ah, genau, Quinox-Unkraut ist es. Hallo? Hier noch Rinox Unkraut. Wo es ausschaut, nicht. Ups. Geh baden. Ah, hinten war sie doch. Ja, ich hab sie gesehen. Ich hab's gesehen. Ich glaube, da muss ich von da oben aus hin. Und zwar, da kommen wir hin mit. Dir? War das mit der? Wo wir nach da hinten kommen und dann mit der anderen wieder hoch? Ich glaube. Also dann mit dir. Falsche Richtung. Einmal, zweimal anzünden. Okay, dann eben doch nur einmal an. So, jetzt aber. Geht doch. Wo komme ich jetzt mit dir hin? Nach da rüber. Genau, da wollte ich auch hin. Tim, 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 tim. Dann abschießen. Feuerball. Hallo? Und dann eben von hier. Nicht? Von hier? Von hier? Hallo? Von hier? Ich seh mich schon im Wasser liegen. gibt's da hinten noch eine Insel? Okay, nochmal da hoch und dann fliege ich einfach mal da nach da hinten. Und dann sehen wir schon, ob es da oben noch irgendwo was gibt. Beziehungsweise da hinten. Nochmal nach oben. Die müsste ja noch. Nein, die ist. Ja, ich bin ja ins Wasser gefallen. Klar, sie ist nicht mehr richtig eingestellt. Ah, Mann. Diese Bananenpflanzen, die machen einen noch verrückt. Muss sie jetzt anzünden, damit ich darüber komme? Nee, also wenn ich sie angezündet hätte, dann wärst du wieder hochkommen. Ah, genau, stimmt. So, aber irgendwie. Du musst das blöde Ding von mir treffen, oder? Ah, ich könnte sie ja auch einfach von hier abschießen. Ist ja vielleicht klüger. Wäre möglich. Das ist die letzte Rinox-Unkraut. Das lässt ihr Rinox-Unkraut. Spyro, komm, wir teilen Albert die frohe Botschaft mit. So, der Weg zu Albert. Das nächste Ratespiel. Finde den Weg zu Albert. Albert, wo bist du? Haben wir zu
Halbort ging es doch von hier unten irgendwo, oder? Ja, von hier. Aber irgendwie hat die Pflanze keine Lust. Sie mag dich nicht. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Die mag mich auch nicht. Wo komme ich mit Tieren, wenn ich die zweimal anzünd? Mit dir müsste ich doch nach unten kommen, oder nicht? Sieht gut aus. Ja. Hallo Albert. Danke, Spyro. Du hast uns eine Menge Arbeit erspart. Hier viele. Vielleicht kannst du diese alte Bedienungsanleitung gebrauchen. Ich habe sie gefunden. Ich habe keine Verwendung dafür. Das ist die Bedienungsanleitung für die Bibliothekswartungsmaschine des Professors. Das gehört zu den Teilen der Maschine, die wir für die Feenbibliothekarin finden müssen. So, wie viel haben wir denn jetzt schon von Spyro? Oh, hier fehlt ja noch einiges an Edelsteinen. Jo. Aber Leute, das suchen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann und ciao!